Hey Leute, herzlich willkommen bei Meets and Beats. Dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsförderprojekt First Beats in Kooperation mit dem Kulturamt Düsseldorf. First Beats ist ein Programm, wo drei Nachwuchsbands über ein halbes Jahr kostenlos gefördert werden. Sie bekommen einen Proberaum, einen Studiotag, um ihren Song aufzunehmen und ein Coaching-Programm. Das Coaching-Programm bietet Know-how in Sachen Musikbusiness. Sie bekommen ein Interviewtraining, ein Bühnencoaching und die Coachings Sabine Fleischer und meine Wenigkeit stehen den Bands für Rat und Tat zur Seite. Leider konnten die Coachings in großen Teilen nur digital und online durchgeführt werden. Wegen Corona und weil das Haus der Jugend abgerissen wird, kann auch die Abschlusspräsentation nicht wie gewohnt im Meets & Beats Musikcafé stattfinden. Dafür haben die Bands extra für euch ein Video produziert, welches sie in Studiosituationen zeigen, im Proberaum, auf der Bühne oder in einer Interviewsituation. Das Projekt First Beats konnte bereits einmal sehr erfolgreich durchgeführt werden. Und eine Band vom letzten Projekt hat bereits den renommierten Nachwuchscontest City Beats gewinnen können. Wir sind sehr gespannt, wie weit es die diesjährigen Bands bringen werden und wir werden euch auf Schritt und Tritt verfolgen. Viel Spaß mit den Bands Southland, The Remaining Ones und Sixth Edition. Wir sind Southland. Und wir würden unsere Musik beschreiben als Funk-Pop mit Jazz-Einflüssen. Was sagt ihr? Ja. Du hast noch ein paar Adjektive, oder? angefangen hat das Ganze auf einer Orchesterfahrt. Damals noch in der Schulzeit. Er und ich, wir waren auf dem Humboldt-Gymnasium in Düsseldorf und da gibt es einige Orchester und wir sind halt mit auf eine Orchesterfahrt gekommen und haben einfach ziemlich random gesagt, wir machen jetzt Musik. Um ehrlich zu sein, war es glaube ich sogar nur ein Vorwand, um mitzukommen auf der Orchesterfahrt, weil die Big Band damals nicht mitgefahren ist. Wie es zu der Besetzung heute gekommen ist, Xaver, das kannst du ja erzählen. Ich soll das erzählen? Ja, ist relativ lustig. Und zwar hat ich ein Proberaumangebot bekommen. Und dann dachte ich mir, da sollte man doch was draus machen. Dann habe ich meinen Kollegen Aris angeschrieben. Hättest du nicht auch Lust? Und dann hast du nicht auch noch ein paar Leute. Und so ist das ganze Netzwerk hier zustande gekommen. Und wir kannten uns alle ein bisschen untereinander, aber auch noch gar nicht so wirklich. Und haben dann eigentlich erstmal fett gejammt und dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen, haben direkt ein paar Songs geschrieben und waren da in diesem Proberaum. Ja. Wie uns das Projekt First Beat weitergebracht hat. Also wir hatten auf jeden Fall diesen wundervollen Proberaum jetzt hier im Bunker, der wirklich wundervoll ist. Wir können eigentlich nicht mehr verlangen von dem Proberaum. Dazu muss man sagen, dass wir uns vorher den Proberaum mit einer anderen Band geteilt haben und jetzt quasi eigentlich zwei Räume für uns alleine haben, was mit so einer großen Band und so viel Equipment echt ein Segen ist. Richtig. Und schön waren natürlich auch irgendwie die Treffen mit Sabine und Jay, wo wir noch ein paar Insider-Informationen über die Musikszene und Musik im Allgemeinen bekommen haben, Musikbusiness. Gab es da auch so eine Art Seminar und was hatten wir noch? Bühnencoaching, oder? Bühnencoaching, genau. Die Connections auf jeden Fall. Ja, auch generell Hilfe einfach in Sachen Marketing, so wie sollte man Merch-Artikel angehen, finanziell und was macht man da am besten, so was eignet sich da gut. Verkaufe ich meine Musik auf Tonträgern oder nur digital, so welche Fragen haben wir halt super beantwortet bekommen und konnten uns dann mehr auf das Wesentliche konzentrieren, anstatt uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Man fühlt sich auch einfach generell sicherer, wenn man einen Ansprechpartner hat, die eigene Musik betreffend, weil vorher man einfach so, man weiß, wenn man irgendwelche Fragen hat, weiß man nie so wirklich, an wen man sich wenden soll. Und es ist nicht so, als gäbe es irgendwelche Portale oder richtige Treffpunkte in Düsseldorf für junge Bands. Insofern
ja, einfach ein Gefühl der Sicherheit. Steht ein neues Album. Das ist jetzt durch Corona und so weiter ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber wir arbeiten da auf jeden Fall dran, dass es so zügig wie möglich fertig wird. Ja. Und wir haben vor ein paar Wochen ein Musikvideo gedreht. Das ist auf jeden Fall auch in Mache und wird dann hoffentlich noch dieses Jahr mit einer Single veröffentlicht werden, die auch auf dem Album ist, so ein bisschen als Werbung. Und generell ist, glaube ich, unser Traum, möglichst lange zusammen Musik zu machen. Ja. Und wir sehnen uns natürlich auch schon, wieder mal live zu spielen. Ja. Natürlich wird das vielleicht dieses Jahr nicht mehr klappen oder wer weiß, aber nächstes Jahr bestimmt. Und genau, wir wollen eigentlich möglichst viel einfach spielen, Spaß haben, Aufnahmen machen und dann schauen, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt. Ja. Ich glaube, Musik in einer Band machen, da gehört nicht nur die Musik selbst dazu immer, sondern auch viel Soziales. Also in einer Gruppe von 6 Leuten immer jede Woche eine Zeit lang zweimal sich zu sehen und miteinander klarzukommen und auch beim Musik machen sich auf Dinge zu einigen, weil es mag ja auch nicht immer jeder alles, was irgendjemand spielt und sich dazu kommunizieren. Also die Kommunikation ist wirklich ein sehr großer Punkt, den man an dem man arbeiten muss, so als Band. Ich würde auch daran anknüpfen wollen und sagen, dass es halt eben auch so interessant ist, dadurch, dass jeder seinen eigenen Stil verfolgt. Und wenn man dann zusammenkommt, bringt ja jeder etwas von sich selbst mit. Und diese ganzen unterschiedlichen Stile, die dann aufeinandertreffen. Und ich finde es immer super interessant, was dann dabei rauskommt, wie man sich dann doch auf Dinge einigt. Und wenn wir Songs komponieren, wie sich das dann entwickelt, weil halt jeder nochmal seine eigene Idee mit reinbringt. Und ich finde es total cool, so im Ergebnis dann auch so dieses Zusammenschweißen, wenn man auf der Bühne steht und der Auftritt ist vorbei und man sieht sich so an und man weiß so, damn, das war's jetzt. So, das sind echt richtig coole Momente und ich bin froh, auch so für persönliche Verarbeitung, wenn man irgendwie von der Uni kommt oder von der Schule und einfach fertig ist und dann richtig schön ein bisschen Musik machen kann, den ganzen Stress zur Seite legen kann und einfach mit coolen Leuten coole Musik machen kann. Das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also ich glaube, ich persönlich würde ohne die regelmäßigen Treffen mit der Band nicht halb so gut im Leben stehen, weil es immer wie wir so ein Reset-Button. Das ist so einfach, man selbst, egal wie scheiße der Tag war, nach einer Probe geht es einem irgendwie eigentlich immer geil. Ja. Man hat, also es würde, glaube ich, mit anderen Leuten, mit denen man nicht so gut klarkommen würde, nicht halb so viel Spaß machen. Finde ich auch. Ich glaube, das ist aber auch so ein Kreislauf, dass je mehr wir miteinander Musik machen, umso näher lernen wir uns kennen. Und je näher wir uns dann kennenlernen, umso vertiefender können wir dann auch wieder in die Musik gehen. Und wir machen ja auch abgesehen, es ist ja nicht so, dass wir in den Raum, in den Probenraum kommen, Musik machen und jeder geht dann seinen eigenen Weg, sondern es ist wirklich so, dass wir auch privat viel miteinander zu tun haben. Und ich glaube, das schweißt auch nochmal zusammen und dann ist man noch viel motivierter und kreativer zum Jam und hat viel mehr Lust. Ja. Wo sind wir hier gerade? Bei Meets and Beats! Dum, bum, bay, day, ba, do, ba, dum, bum, bay. Day ba do ba dum, bum bay. Day ba do ba dum, bow bow. Dum bum bay. Day ba do ba dum, bum bay. Day ba do ba dum, bum bay. Day ba do ba dum, bow bow. I pull up to the Wonderland. And drinks out waiting for me. Raise a glass and open.
der Linden her. Also wir sind The Remaining Ones aus Düsseldorf, sind aus einer Schulband entstanden und eine bunte Truppe, so gerade was Alter angeht. Zwei ganz kleine und drei etwas größere. Ja, wir machen, Pop, Rock, kann man es Pop-Rock nennen? Bestimmt. Ja, wir machen Pop-Rock. So, vielleicht ein bisschen Indie noch. Ja. Das war's so ungefähr. Also für mich bedeutet eigentlich Musik viel mit Leuten zusammenarbeiten, sich absprechen, viel ausprobieren, aber vor allem auch Leute kennenlernen und Spaß haben. Ja. Ja, und einfach so mit Leuten zusammen Musik machen ist einfach irgendwie, also so man, es ist einfach irgendwie cool, wenn man hat nicht so ein, also man hat zwar so ein Ziel, so ein gemeinsames, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Wettkampf oder irgendwas, wo man gewinnt, sondern es ist einfach so was, wo man Spaß dran hat und ja. Man sich eher unterstützt, als irgendwie Konkurrenz zu haben. Ja. Zumindest hier. Ja, es war auf jeden Fall mal interessant halt. Also wir haben ja, hatten diese Spielstärke im Proberaum und das war halt, keine Ahnung, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass halt ein Studio, dass das irgendwie so halt einfach so eine Kammer ist, wo man reingeworfen wird und man spielt das rein. Und es war halt irgendwie wesentlich angenehmer. Und man hätte jetzt auch noch 20 Songs spielen können, das war einfach so entspannt und gar nicht so, so schlimm irgendwie. So, man muss jetzt das fertig kriegen. Ja, genau, das muss perfekt sein. So, ja. Und man kann das so oft spielen, bis es richtig klingt und noch einen sehr netten Produzent, Studiomensch. Studiomensch. Divers. Ich glaube, was man einfach unterschätzt, ist, wie viel Arbeit es ist, so einen Song aufzunehmen. Also die meisten denken wahrscheinlich so, ja, da setzt man sich dahin, spielt den einmal durch und das war's. Und das ist eben nicht so. Also ich glaube, man unterschätzt, wie viel Arbeit so ein Song ist überhaupt und
wie oft man sowas aufnehmen muss, dass man das nicht alles zusammen aufnimmt, weil es einfach sonst mit den Mikros und allem nicht funktioniert. Und ich glaube, man unterschätzt einfach, wie schwer das ist, beziehungsweise wie lange das dauert und so. Also ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass ich später auch viel mit Musik machen werde, ob jetzt hobbymäßig oder beruflich, ich weiß es nicht, ich hoffe auch beruflich, aber ich stelle mir das auch eher so als Band vor oder irgendwie mit einer Gruppe von Leuten zusammen und nicht so Solist auf der Bühne alleine und alle Augen sind nur auf einen gerichtet, also es ist mir ein bisschen zu viel Publikum oder Attention dann, ja. Aber so auf jeden Fall mit Leuten auf der Bühne stehen, das wäre schon echt ein Traum. Ich glaube auch einfach, also so, wir müssen einfach mal gucken, so was jetzt ist, weil die drei ja studieren wollen und mal gucken, ob das wegen Corona jetzt, ob sie irgendwie noch hier bleiben oder wo sie hinziehen, ob wir dann noch weiter proben können und ja, mal gucken, was dann wird. Ja, ich würde gerne Musik studieren und dementsprechend halt auch zum Beispiel mit der Truppe hier weiter Musik machen. Und halt eher dann in die Richtung Jazz, aber trotzdem, solange es kein Heavy Metal ist, keine Musik machen. Meets and Beats! Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world. The seven seas, everybody's looking for something. Wir sind Six Edition, wir sind ein Musikerkollektiv. Der Name entstand daraus, dass wir ursprünglich sechs waren, jetzt sind wir noch fünf. Musikalisch und genremäßig sind wir nicht festgelegt, jeder von uns hat sein eigenes Genre. Ich
persönlich bin zum Beispiel Singer-Songwriter, der Lukas ist ziemlich im Deutschrock, Joel ist im Everywhere. Singer-Songwriter auch, Emilia ist ein ziemlich poppigen Stil und hier Alina macht noch ein bisschen mehr Choir-mäßigen Sound. Ich spiele Gitarre. Genauso wie auch ich Gitarre spiele. Ich bin der Schlagzeuger. Und ich singe. Ich singe mit Alina. Also das Projekt First Beats hat mir einfach allgemein schon mal damit geholfen, dass ich die Leute kennengelernt habe. Und die haben mir einfach sehr viel weitergeholfen in der Musik, aber auch einfach untereinander haben die mir so ein gutes Gefühl auch gegeben, dass ich mich immer sehr gefreut habe, wenn ich dann einen anderen getroffen habe. Bei dem Projekt First Beats konnte ich meine musikalische Leistung und meine Fähigkeiten sehr stark verbessern. Und einmal dadurch, dass ich auch Leute gefunden habe, mit denen ich Musik machen kann. Und gerade auch ohne diesen Proberaum, den wir hatten, zu haben auch, hätten wir nie so uns zusammengefunden und hätten Musik auch zusammen gemacht. Oder ich hätte auch nicht die 17 Leute da ins Kollektiv mit reingezogen. Das war schon auf jeden Fall sehr abhängig von dem Bandraum. Ja, und auch ich muss sagen, dass das Projekt mir auch sehr viel gegeben hat, beziehungsweise mich nicht nur musikalisch so unterstützt hat, sondern auch mich als Mensch nochmal auch dazu gebracht hat, mich weiterzuentwickeln. Diese Leute kennengelernt habe, dadurch, dass ich dann auch Leute hatte, mit denen ich reden konnte und mit denen ich auch wirklich richtig arbeiten konnte, konnte ich mich in vielerlei Hinsichten wirklich ziemlich krass verbessern und ich bin all dem hier wirklich richtig dankbar. Gute Freunde, Digga. Ja, in dem Projekt habe ich das erste Mal Schlagzeug spielen gelernt, so an sich. Vorher war ich hauptsächlich Gitarrist, jetzt wechsle ich mich ein bisschen ab und ja, macht sehr viel Spaß mit den Jungs und mit dem Mädchen. Und man muss schon sagen, dass Sabine und Jay uns halt echt unterstützt haben. Sie waren wirklich da, wenn wir sie gebraucht haben und es lief dann alles gut und wir sind denen dankbar, dass sie stets da waren, auch wenn wir manchmal anstrengend waren. Aber, ja. Ich glaube, dass wir dadurch die Aufnahmen überhaupt bekommen haben. Mhm. Es hat immer geklappt, ja. Irgendwie. Das war sehr gut. Also wir finden es auf jeden Fall sehr schade, dass es mit dem Auftritt nicht geklappt hat wegen Corona. Aber wir haben uns digital immer verabredet und haben auch darüber geredet, was wir so in der nächsten Zeit machen wollen. Und ja, wir hoffen trotzdem, dass wir demnächst auftreten können. Und einfach eine neue Chance kriegen, auch mal unseren Song zu performen. Vielleicht finden wir auch welche Bars, bei denen wir spielen können. Oh yeah. Wir haben unseren Proberaum schon nach 2 Tagen, nachdem wir den Schlüssel bekommen hatten, hatten wir den komplett fertig mit Schallisolierung vollgepackt. Wir hatten uns Teppiche besorgt, wir haben uns Möbel besorgt, hauptsächlich vom Schwermüll, ne? Aber dann hatten wir da uns eine schöne Couch reingesetzt, ein Studio haben wir mittlerweile eingebaut, ein Vocal Booth und jetzt und dazu noch ein Schlagzeug. Irgendwie nach circa einem Monat waren wir komplett startklar und haben angefangen, die Songs zu schreiben, zu arbeiten. Ne? Also das war sehr intensiv. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir auch nach dieser Zeit einfach weiter gefördert werden und uns die Möglichkeit weiterhin geboten wird, dass wir das alles machen können. So ganz genau haben wir uns das bisher noch nicht überlegt, auch wie das jetzt zum Beispiel wäre, wenn einer unserer Songs wirklich berühmt werden würde oder Erfolg hätte oder ne, halt ein bisschen mehr Reichweite bekommen würde. Wer jetzt wie wo reinsteigt, das sind dann auch immer Sachen, die wir noch nicht wirklich von uns aus wissen können. Deswegen machen wir uns auch noch nicht so viel Gedanken darüber. Uns geht es eher hauptsächlich darum, dass wir Musik schreiben und Musik performen und daran Spaß haben. Weniger wirklich an das Geld verdienen, sondern einfach nur, dass wir schön viele Musiker sind, die jeder das, was sie im Kopf und im Herzen haben, einfach rausschreiben können und damit ab an die Bühne. Einfach seine ganzen Gefühle rauszulassen mit irgendwelchen Leuten, wo man auch weiß, dass man das mit denen machen kann und sich nicht irgendwie schlecht fühlen muss dabei.
Der Studiotag hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt der Song genauso wie mir. Meets and Beats! To the future.